Und nun der zweite Begriff wieder zu dem Thema Terme und Gleichung, und zwar der Begriff Term. Was ist das eigentlich? Am besten zeige ich euch erstmal ein paar Beispielterme. Das wäre ein Term, einfach eine Zusammensetzung aus Vorzeichen, Zahl und Buchstaben. Aber auch das ist ein Term. Einfach nur ein Vorzeichen und eine Zahl. Das wäre auch ein Term. Kann auch ein positives Vorzeichen sein. Oder das wäre auch ein Term, einfach ohne Zahl, nur Vorzeichen und Buchstabe. Oder etwas komplexer, auch das ist ein Term. Das ist schon ein etwas komplexerer Term, den müsste man nachher so ein wenig auseinandernehmen. Grundlegend, wie ist so ein Term aufgebaut? So ein ganz einfacher Term. Ich sage dazu nachher auch Teilterm. Was genau ein Teilterm ist, kommt aber gleich noch. Also erstmal ein ganz einfacher, ein Teilterm. Wie ist der genau aufgebaut? So, das wäre so ein ganz einfacher Term, ein Teilterm. Da habe ich hier vorne, hier habe ich das Vorzeichen, dann dahinter die Zahl. Das können auch mehrere Zahlen sein, es können auch mehrstellige Zahlen sein, da kommen wir gleich noch dazu. Und diese Zahl vor den Buchstaben, die heißt Koeffizient. In dieser Einheit gibt es circa 5 bis 10 Vokabeln, die ihr können müsst. Und die bitte ich euch auch wirklich zu lernen, weil ich die im Unterricht auch mehrfach verwenden werde. Und das ist so ein Wort, Koeffizient, was immer wieder auftaucht, auch in Büchern oder Arbeitsblättern. Das solltet ihr verstehen. Das ist einfach nur das Fremdwort für Zahl. Und das dahinter, das ist die Variable. Das kann eine Variable sein oder wie hier in diesem Term, das können auch mehrere Variablen hintereinander sein. So, es gibt ein paar Konventionen in Bezug auf diese Terme zu beachten. Konventionen sind Übereinstimmungen, auf die man sich geeinigt hat, so dass alle Mathematiker das gleich machen und sofort man weiß, wovon man spricht. Diese Konventionen gehen wir der Reihe nach mal eben durch. Um die Konventionen besser zu verstehen, hilft es vielleicht erstmal, eine gewisse Vorstellung zu diesen Termen zu haben. Also was bedeutet eigentlich dieses plus 5 mal x? Das wäre so ein ganz einfacher Term. Und vorstellen kann man sich das ungefähr so, dass hier sollen Eimer sein. Das kennt ihr schon von dem Teil zu Variable, den ich erklärt habe. Man kann sich so eine Variable als Eimer vorstellen. So, hier vorne ist zwar keine Variable, da ist der sogenannte Koeffizient, aber das ist ja auch nur eine Zahl, die ich für einen Buchstaben eingesetzt habe. Also, einen Term, so einen einfachen Term wie diesen, könnte ich mir vorstellen, dass ich hier in der plus 5, da habe ich einen Eimer, wo die Zahl 5 drin ist, dann multipliziere ich den mit einem zweiten Eimer. Und in dem zweiten Eimer, da weiß ich noch nicht, was da drin ist, deswegen schreibe ich da einfach erstmal x rein. So kann man sich so einen Term vorstellen, wie Eimer, in denen Zahlen oder Buchstaben sind. Und diese Eimer sind miteinander verknüpft, hier entweder über ein Mal oder nachher gibt es auch noch andere Operatoren, die dazwischen stehen können. So, nun aber, wie kann ich diesen Teilterm noch anders hinschreiben, die sogenannten Konventionen, die Übereinstimmung zu Termen? Als erstes, wenn ich jetzt also so einen einfachen Term habe und der steht ganz vorne in einem komplexeren Ausdruck zum Beispiel, dann kann ich das Plus einfach weglassen. Dann kann ich das also einfach so schreiben. Das ist das gleiche wie 5x. Wenn da ein Minus steht, also minus 5 mal x, dann natürlich nicht. Dann bleibt das minus 5x. Das geht nur bei dem Plus. Nächste Konvention, ich habe es hier aus Versehen schon gemacht. Ich kann den Malpunkt zwischen Zahl und Buchstaben weglassen. Also ich kann hier statt 5 mal x auch 5x schreiben. Ihr solltet euch dann aber im Hinterkopf immer behalten, da steht eigentlich ein kleiner Malpunkt dazwischen hier. Aber wie gesagt, lasst ihn einfach weg. Ich kann auch den Malpunkt zwischen den Buchstaben weglassen. Also wenn ich sowas habe, plus 5 mal x mal y, dann ist es das gleiche wie 5xy.
Auch hier im Hinterkopf immer den Malpunkt wieder dazwischen setzen. Zwischen den Zahlen kann ich den Malpunkt natürlich nicht weglassen, wenn ich jetzt habe sowas wie 5 mal 2 mal x mal y, dann würde das ja jetzt 52 xy bedeuten und das ist natürlich nicht das gleiche 52 wie 5 mal 2. Da hat man sich darauf geeinigt, dass man die Zahlen auch nicht so hintereinander stehen lässt, sondern man rechnet die tatsächlich aus. 5 mal 2 wäre 10 und jetzt kann ich die Malpunkte zwischen den Buchstaben weglassen. So, das wäre die Vereinfachung. Es kann sein, dass der Term hier nicht so schön geordnet ist, dass die Zahlen alle vorne und die Buchstaben schon schön alphabetisch dahinter sind. So ein Term kann ja auch mal komplexer aussehen und dann steht da minus z mal 6 mal x mal 2 mal y, sowas zum Beispiel. Und bevor man jetzt mit so einem ungeordneten Term weiter rechnet, versucht man den erstmal zusammenzufassen. Das heißt, man zieht alle Zahlen nach vorne. Das Vorzeichen bleibt natürlich, das gehört immer zu den Zahlen, das Vorzeichen. 6 mal 2 und jetzt die Buchstaben in geordneter Reihenfolge dahinter, also alphabetisch geordneter Reihenfolge x mal y mal z. So, jetzt versuche ich die Malpunkte wegzulassen, dazu muss ich die Zahlen ausrechnen. Das Vorzeichen muss bleiben, weil es ja negativ ist. 6 mal 2 sind 12. Und hier hinten kann ich die Malpunkte weglassen. X, Y, Z. Eine wichtige Konvention gibt es noch, dass ich, wenn ich hier vorne als Zahl, wenn ich zum Beispiel sowas habe, plus 1 mal X oder auch minus 1 mal X, da die 1 bei der Multiplikation hier, da die da eine wichtige Rolle spielt, das ist nämlich das sogenannte neutrale Element der Multiplikation. Ich kann es nämlich einfach weglassen, weil 1 mal 3 ist das gleiche wie 3 oder 1 mal 6 ist das gleiche wie 6. Das heißt, neutrales Element, weil es ändert nichts an der Multiplikation. Und genauso wie ich es hier bei Zahlen einfach weglassen kann, kann ich es hier auch bei Buchstaben einfach weglassen. Also plus 1 mal x ist plus x. Oder minus 1 mal x ist minus x. Ja, neutrales Element 1, Multiplikation. Nur bei der Multiplikation. Auf keinen Fall bei der Addition oder Subtraktion. Aber bei der Multiplikation kann man es weglassen. Und dann sieht das kürzer aus. Ihr solltet es aber auch hier im Hinterkopf immer stehen haben, dass wenn vor dem x oder vor der Variablen keine Zahl ist, da eigentlich im Gedächtnis immer so eine kleine 1 steht. Das ist wichtig nachher für das Rechnen. Gut, wer da noch Schwierigkeiten hat mit diesen ganzen vielen Zahlen und Buchstaben, der stellt sich weiterhin einfach diese kleinen Eimerchen davor. Also ich könnte mir jetzt auch einen komplexeren Ausdruck mit Eimern vorstellen. So, das ist jetzt ein bisschen komplexerer Term, da habe ich sogar noch ein Plus mitten dazwischen. Hier vorne habe ich das x und das kann ich mir so vorstellen. Hier habe ich mein x, das ist dieser Eimer hier. Da habe ich die plus 1 einfach weggelassen, weil das Plus kann ich weglassen, weil es der vordere Term ist und die 1, weil es das neutrale Element ist. Aber ich habe hier einen Eimer x, wo ich noch nicht weiß, welche Zahl da reinkommt. Dann habe ich hier das Plus und jetzt hier hinten die 3 und das x und noch ein x. Ihr könnt euch, wenn ihr Schwierigkeiten habt mit diesem etwas abstrakten Schreibweise, natürlich immer noch eure Eimerchen dazu malen, um euch das besser vorzustellen. Eine kleine Sache noch, das hattet ihr, glaube ich, schon, die Potenzschreibweise. Wenn ich hier nämlich so etwas habe, dass ich gleiche Eimer hintereinander habe, wenn ich die hier schon so alphabetisch sortiert habe, dann kann ich diesen Eimer, weil da ja das gleiche nachher reinkommt, also wenn ich für x irgendeine Zahl gefunden habe, die ich einsetzen möchte, dann setze ich in beiden Eimern das gleiche rein. Meinetwegen, wenn ich jetzt für x 3 einsetzen würde, dann würde ich hier 3 einsetzen und hier 3, dann habe ich 3 mal 3 ist 9. Das wäre ja dann auch 3 mal 3, als Kurzschreibweise wäre das 3 hoch 2. Und das kann ich mit Buchstaben genauso machen. Da kann ich jetzt schreiben, das ist x plus 3 mal x wäre x hoch 2.
Nur so nebenbei. Das heißt, ich kann mir diesen x hoch 2 als neuen Eimer vorstellen, so ungefähr. Und diesen neuen großen Eimer, den beschrifte ich jetzt einfach mit x Quadrat. So könnte man sich das vorstellen. Wie gesagt, dem einen oder anderen fällt das vielleicht ein bisschen leichter mit dieser etwas abstrakten mathematischen Schreibweise. Aber wenn euch das schwerfällt, einfach immer die Eimer nochmal dazu malen. Oder vielleicht habt ihr ein nettes eigenes Konzept, dann könnt ihr euch das natürlich auch so vorstellen. Jetzt noch der ganz wichtige Begriff Teiltermen. Das ist kein offizieller Begriff, sondern den führe ich an dieser Stelle ein, weil das nachher sprachlich einfacher wird, mit euch bestimmte Sachen zu besprechen. Aber ihr müsst natürlich verstehen, was ein Teilterm ist. Und das wird dann wichtig, wenn man hier so in dieser Art sehr komplexe Terme hat. Und das ist jetzt so ein bisschen Blickschulung. Ich sehe sofort, dieser Term besteht aus drei Teiltermen. Ein Teilterm hat immer ein Vorzeichen. Dann kommt eine ganze Reihe von Multiplikationen, bis ich wieder praktisch ein nächstes Plus oder Minus hier habe. Und der Teilterm geht immer von dem ersten Vorzeichen hier, was ich auch weglassen könnte, weil es ganz vorne steht und ein Plus ist, da muss ich es mir denken, bis vor das nächste Plus oder Minus. Das heißt, ein Teilterm besteht immer aus Vorzeichen, Zahlen und Buchstaben, die miteinander über Multiplikation verbunden sind. Hier jetzt wieder Plus, dann kommt hier lauter Multiplikation bis zum nächsten Minus. Das wäre der nächste Teilterm. Das ist deswegen wichtig, weil wenn ich so einen komplexen Term wie hier, wenn ich den zusammenfassen möchte, das überwältigt mich erstmal, diese ganze Kombination von Buchstaben und Zahlen. Und wenn ich mir das in diese einzelnen Teilterme aufteile, wenn ich das jetzt mal anders hinschreibe, dann steht also plus x mal 2 mal y mal 5, mache ich hier ein bisschen größere Lücke, plus 6 mal x mal a minus x mal 2. So, und jetzt kann ich das nämlich schneller vereinfachen. Wenn ich das sofort sehe, wenn ich auf so einen komplexen Term gucke und sofort die Teilterme erkenne, dann weiß ich, ich kann jetzt die Konvention zu diesen Teiltermen anwenden und die nämlich schön vereinfachen. Buchstaben nach vorne, Zahlen nach vorne, Buchstaben in geordneter Reihenfolge ohne den Multiplikationspunkt dahinter. Dann steht hier, ich ordne mir erstmal plus 2 mal 5 mal x mal y plus 6 mal a mal x minus 2 mal x mal x. So, jetzt kann ich die Zahlen hier zusammenrechnen. Das macht 10, den Multiplikationspunkt hier hinten weglassen, 10xy plus 6 ax, da lasse ich auch einfach den Multiplikationspunkt weg, minus 2 mal x, und x mal x ist ja hier der gleiche Eimer, kann ich wieder kurz schreiben als x hoch 2. So, und jetzt sieht der Term hier schon mal ein bisschen freundlicher aus als hier oben das Unsortierte, und jetzt könnte ich dann auch weiter damit rechnen, aber zu dem Rechnen mit Teiltermen kommen wir später. Wichtig ist nur, dass bevor ich anfange zu rechnen mit Termen, ich versuche, diese einzelnen Teilterme hier so schön geordnet hinzuschreiben. Dann fällt das Rechnen nachher nämlich viel einfacher. Also wichtig, verstehen diesen Begriff Teilterm, der taucht im Folgenden auch öfter auf und ist immer Vorzeichen, Zahlen, Buchstaben bis zum nächsten Plus oder Minus. Ich hoffe, das ist klar geworden. Das wäre es erst auch mal zu den grundlegenden Begriffen. Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, den Text anschauen oder sonst einfach einmal zu mir.